Wir haben ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt. Ich frag mich nur von wem. So, Freunde, ich würde sagen, auf geht's. Wir machen das tolle Paket auf. Ich bin hier an der Seite. Ich habe mir heute mal wieder einen anderen Winkel ausgesucht für ein Unboxing. Und jetzt bin ich gegen die Kamera gestoßen. Das tut mir sehr leid. Ja, was gibt's zu sagen? Ich warte auf dieses Paket schon eine gewisse Zeit. Es handelt sich um ein Spiel, welches heute am 23. März released wurde. Und ja, es ist ein besonderes Paket, denn hier drin befindet sich die Ni No Kuni Kings Edition, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr schwer für die PS4. Kleinen Moment, tut mir leid, dass ich so gegen die Kamera stoße. So, das nehmen wir mal weg. Ist da noch irgendwas drin oder ist das nur Füllmaterial? Das ist nur Füllmaterial, alles klar. So, hier haben wir die Ni No Kuni 2 Kings Edition. Ich packe sie mal kurz so hin. Sie hat mich 149,99 Euro gekostet. Einen Code habe ich noch von Amazon per E-Mail bekommen, den ich einlösen kann. Sehr schönes Artwork hier vorne drauf. Es ist auch glatt, fühlt sich lackiert an. Ni No Kuni 2 Revenant Kingdom, dann hier auf anderen Sprachen, hier in Deutsch, Schicksal eines Königs. Schön. Hier sehen wir, was wir alles drin haben, aber wir werden die Box jetzt sowieso auspacken. Demnach ist das nicht so schlimm. Während ich weiterrede, mache ich mit meinem Messer, im Übrigen mal eben unten, die Klebestreifen auf. So, ganz vorsichtig. Wir wollen die Box nämlich nicht beschädigen. Das wäre so schade. Also ich habe wirklich lange drauf gewartet. Der erste Release sollte ja im Januar gewesen sein. Wurde aber dann doch verschoben. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. So, jetzt können wir das abnehmen. Haben hier jetzt halt nur noch die Hülle. Genau. Packen wir mal hier an die Seite. Sieht man da auch noch ein bisschen. Ist klar. Kings Edition. Okidoki. Können wir jetzt so aufmachen. Kleinen Moment. Mal eben unter Stativ durchgreifen. So. Schön vorsichtig. So. Wunderbar. Packen wir mal hier hin. Und das Messer lege ich mal aus dem Bild raus. Haben wir hier einmal das Artbook. Ein sehr, sehr schön. Nee, gar nicht. Oh, schön. Das Aufklappbuch. Guckt es euch an. Ist das nicht schön? Das ist wunderbar. Und hier haben wir, das ist im Übrigen, hier haben wir die Vinyl drin. Hier ist der Soundtrack auf Vinyl drin. Wow. Kriege ich gar nicht raus. Wunderschön. Ja, sehen wir hier Vinyl. Ich muss mal rumgreifen. Oh, wunderschön. Der Soundtrack auf Vinyl, oder? Ja. Hä, wie soll die denn spielen? Die sind doch keine... Ach doch, da sind die Rillen, alles klar. Schön. Wunderbar. Wunderbar. Packe ich mal eben wieder ein. Ohne jetzt an der Kamera rumzugreifen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Geh wieder rein. Und auf der anderen Seite haben wir nichts. Dann haben wir hier einmal, wie gesagt, diesen Aufsteller. Ne, so schön 3D-Motiv. Sieht echt schnieke aus. Mit Soundtrack auf Vinyl. The Sound of Ni No Kuni. Dann haben wir hier aber das Artbook, was verdammt dick ist. Sehen wir schon. Auch hier vorne ein schöner Aufdruck drauf. Gucken wir mal rein. So ein bisschen. Hat 136 Seiten. Na, mehr als 136 Seiten. Main Characters, andere Charaktere, Monster, Kingmakers, Villain, Orte. Sehr schön. Evan ist wahrscheinlich Protagonist.
frühere Version von Evan. Ich zeige dir jetzt mal ein paar Seiten. Kann man machen, denke ich. Sieht sehr, sehr schön aus. Tani, Linda, Batu, Lofty, Brayton, Meadows, andere Charaktere. Oh, hier Chibi-Version der Hauptcharaktere. 6 Stück an der Zahl. Ich blätter einfach mal ein bisschen durch. Dann die Monster. Oh, richtig schön. Das ist ein wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schönes Artbook. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht echt schön aus. Wow. Wow. Wirklich, wirklich super. Brinneskimmer. Geil. Auch, oh, ein Drache. Da steht kein Name bei. Unfair. Unfair. Herr Gladys. Kingdoms, Evermore. Oh, da muss ich jetzt wieder an Secret of Evermore denken. Nice. Ding Dong Dell. Oh, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Tut mir leid, dass wir jetzt hier so viel Zeit verbringen beim Artbook. Was haben wir denn ganz hinten noch? Andere Orte. Ach, das sind dann wahrscheinlich so Orte, die halt kein Kingdom sind. Sondern Orte, die wir besuchen können. Sieht alles in allem sehr, sehr schön aus. Ein wunderbares Artbook. Mit über 136 Seiten. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Platzieren wir mal hier. So, die Box sieht man noch. Dann kommen wir erstmal zum Spiel. Einmal haben wir das Spiel in normaler PS4-Hülle. Wie wir sehen. Und passend dazu noch die Steelbox mit, ja, wo das Spiel schon drin ist, alles klar. Und da sind auch noch Postkarten drin. Ach, das ist das The Kingmakers Making of. Das ist eine Making of Blu-ray CD, also Blu-ray DVD, Blu-ray Disc. Hier haben wir noch 3 Postkarten. Auch sehr schön. Ja, jetzt das Ding. Ich werde natürlich... die glitzert so schön. Sieht man das? Ja, das sieht man sogar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich mag Steelbooks. Ich mag Steelbooks wirklich. So, dann müssen wir zeitgleich auch nochmal die Spielhülle aufmachen. Weil es könnte sich ja auch da drin irgendwas befinden. Deswegen machen wir die mal auf. Mit meinem Messer natürlich sehr, sehr vorsichtig. Was sich sehr, sehr schön zu Unboxings eignet. Und es ist wieder sehr warm hier drin. So. Oh, und hier sieht man natürlich gleich das Spiel. Merchandise für Ni No Kuni 2. Funko Pops gibt es jetzt davon auch und die Spieluhr. Und hier, ha, der Season Pass ist im Übrigen mit bei. Da, der Season Pass. Aber den Code will ich jetzt nicht in die Kamera halten. Sonst muss ich da was wegblurren. Unleserlich machen. Und hier drin ist halt noch der Epic Shop mit einem Code für 1500 Punkte. So, Spiel. Plus Blu-ray. Nice. So, und dann kommen wir, glaube ich, müsste das auch schon das Herzstück sein. Kriegte ich nicht raus, ne? Ist das? Ja, das ist schon das Herzstück. Krass. Das Herzstück der Box. So. Ja, fangen wir mal an. Sieht aus wie die Box hier hinten. Mach's mal ganz einfach. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn wir das so machen. Ich muss ja nachher eh noch ein Bild fürs Thumbnail machen. Da passt das ganz gut. So. Ist an sich das gleiche wie der Karton vom Druck. Sehen wir. Unten steht noch ein bisschen was drauf und oben Ni No Kuni Revenant Kingdoms Evolution of a King. So. Und hier drin ist etwas, was es mir halt irgendwie sehr angetan hat.
diese Box, weil es ist ein extra... Verdammt, ist der Karton doof aufzukriegen. So. Da. Das ist ein extra, was mal wirklich sehr, sehr schön ist. Es ist keine Figur, kein Chibi, kein gar nichts. Es ist nämlich eine, anscheinend eine Spieluhr. Und wir werden jetzt mal gucken, nicht was sie aushält. Eieiei, oh Gott. Oh Gott. So, hier gucken wir mal. Licht. Ja, Licht wäre jetzt schön. Ich hoffe, man erkennt was. Hier ist auf jeden Fall unser König. Und hier mit seinen Freunden als König. Ja, da die Krone auf. Da natürlich noch nicht. Und außerdem Thron und normaler Holzstuhl. Und unten haben wir jetzt... Jetzt können wir sie aufziehen. Das machen wir mal eben. Mega geil. Finde ich super. Wow. Ist halt Plastik. Ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht echtes Glas gewesen wäre. Aber wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Für 150 Euro, finde ich, kann man nicht meckern, weil alleine das Spiel kostet wahrscheinlich 60 Euro. In Steelbook wahrscheinlich 70. Der Vinyl kannst du schätzen so 30 Euro. Das Artbook auch wahrscheinlich 50 bis 60. Also man hat halt für das Geld was Schönes bekommen. Ja, doch. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, das Unboxing hat euch soweit gefallen. Falls ja, wisst ihr, wie ihr mir das zeigen könnt? Schaut gerne andere meiner Videos. Ich werde jetzt gleich Ni No Kuni spielen. Ni No Kuni 2. Und vielleicht hört ihr die Tage was von mir. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wie ihr mich unterstützen könnt, LTHB, liken, teilen, abonnieren, Bros. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.